Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der TWL eSports Show in der neuen Saison in Season 2. Wie immer präsentieren wir euch die Top-Matches der Total War League 1 und auch diesmal der zweiten Liga, die ja mit Neude mit dabei ist. Ich bin wie immer euer Host Twilight und bei mir zu Gast darf ich heute zum einen den guten Mr. Käse begrüßen. Tag. Und auch aus Wien zugeschaltet den guten Drache. Hallo. Ja, neue Saison, neues Glück, sagt man ja immer. Und es gab ja auch einige Veränderungen. Zum Beispiel sind ja jetzt immer zwei Partien zu absolvieren. Wie denkt ihr darüber? Wie seht ihr das? Findet ihr das sinnvoll, diese Neuerung? Ja, erst fand ich sie sinnvoll, weil ich das mit dem Unentschieden ganz toll fand und immer noch toll finde. Andererseits ist es auch ziemlich viel Arbeitsaufwand. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Inwiefern, wie viel Arbeitsaufwand? Ja, dass du halt immer zwei Schlachten schlagen musst, heißt ja auch, dass es doppelt so lange dauert, ne? Und dann, wenn es eh schon manchmal schwierig ist, einen Termin zu finden, dann ist es dann noch ein Stück schwer. Okay. Und Drache, bei dir? Ja, also ich finde es eigentlich nicht schlecht, aber mir würde es eigentlich besser gefallen, wenn es jeweils eine Hin- und Rückrunde gibt mit einer Woche Pause. Also wenn ich jetzt in einer Woche mein Spiel habe gegen Storm zum Beispiel und dann irgendwann in der Liga, also in der Saison nochmal dann später ein Spiel gegen ihn habe, nicht zwei auf einmal. Ja gut, muss man jetzt bedenken, hier bei sieben Spielern jeweils in der Liga, das würde dann auch die Saison ziemlich lange hinziehen. Und da ist ja dann auch die Motivation und alles auch wieder so eine Sache und dann auch noch Sommerpause. Ja, wobei die Tabelle ja schon wesentlich schöner aussieht mit Unentschieden. Ja, also, stimmt schon. Ja. Auch wenn nach dem letzten Spieltag ich eher für ein Match wieder wäre, aber egal. Ja. Also gibt es erste und zweite Liga jedenfalls. Die letzten beiden der ersten Liga sind Direktabsteiger. Platz 5 ist dann Relegation und ja, also im Prinzip das Bundesliga-System. Leider musste der gute Lion, musste als schlechtester der ersten Saison direkt absteigen. Fand ich ein bisschen schade. Ich hatte ein sehr schönes Match gegen ihn gehabt in der ersten Saison. Hätte auch gerne wieder eins gegen ihn gehabt, diese. Ja, und Käse, Abstiegsangst? Ja. Hertha ist nichts dagegen, nein. Naja, ich hoffe, ich kriege irgendwann nochmal die Kurve. Ja. Würdest du dich denn großstellen, in der zweiten zu spielen? Ja, also ich sag mal, die erste, das ist alles schon so kommerziell, in der zweiten, da ist noch so richtig die Seele von dem Spiel drin, ne? Ja, so richtig Kampf, das ist noch richtiger Total War E-Sport, ne? Ja, genau. Klar. Na, ich pack das schon, ich werde das schon schaffen. Also Saisonziel ist Klassenerhalt, ja? Genau. Wunderbar. Und Drache, wie sieht's bei dir aus? Was planst du für die Saison? Aufstieg gleich? Ja, natürlich, beste wäre der Aufstieg. Obwohl ich momentan meine Chancen eigentlich nicht so hoch schätze, da ich schon ziemlich weit zurückgefallen bin, im Gegensatz zu Daft Fenty Boy und Pepsi war's, glaube ich. Also mal schauen, ob es noch was werden kann, aber ich bin zuversichtlich. Ja, wir hoffen auf eine spannende zweite Liga, ne? Ist ja im Fußball auch so, dass sie interessanter ist meistens. So, ja, eigentlich wollten wir euch heute das Match William gegen Käse zeigen, was auf dem FT ausgespielt worden ist. Also das Prinzip mit eines der ersten Spiele, die live vor Publikum abgehalten worden sind. William, wie ein bisschen verplant war, hat er das nicht mitgecheckt. Und deshalb haben wir einfach mal eine zweite Liga-Partie eingeschoben. Und zwar das zweite Match zwischen Storm und Drache. Und die erste Partie hatte Storm gewonnen. Erzähl mal, Drache, wie war das so, die erste Partie? Ja, also das war eigentlich sehr, wie soll ich sagen, so ähnlich wie die zweite Partie. Es war ein Gewusel. Ich wollte eigentlich verteidigen. Allerdings hat mich Storm dann zum Angriff gezwungen, sozusagen. Und ja, das ist dann halt komplett fehlgeschlagen. Und weil er mich dann auf den Flanken überrumpelt hat. Und so war der Sieg dann eigentlich schnell seiner. Also die Schlacht war schnell entschieden eigentlich. Und wie war, bist du denn in das zweite Match gleich danach reingegangen? Hast du noch auf einen Unentschieden gehofft oder hast du es eigentlich schon abgehakt gehabt? Eigentlich hatte ich schon noch Hoffnung. Ich wollte dieses Mal auf jeden Fall defensiver vorgehen als im vorherigen Spiel. Allerdings hat das dann leider wieder nicht funktioniert und das war dann wahrscheinlich auch der Grund für meine Niederlage. Gut, dann gehen wir mal einmal ins Spiel rein und gucken uns erstmal die Ausstellung an. Fangen wir an bei unserem guten Storm aus der Schweiz. Das ist übrigens eine schöne internationale Partie, ne? Schweiz gegen Österreich, nur angemerkt hier. Und zwar Storm hat insgesamt 8 Einheiten Infanterie, leichte und schwere, dazu 3 Speerträger, insgesamt 5 Pfeilkrieger, das sind so, ja, was sind das, Speerwerfer halt, und insgesamt 3 Kojotenpriester, das sind die in diesen lustigen Piñata-Outfits, sehr gut, machen sehr gut Moralschaden und schwächen die generische Armee und stärken die eigene.
werden wir nachher auch im Match sehen. Und insgesamt nochmal zwei Azteken Bogenschützen. Und dann gehen wir einmal mal rüber auf Draches Armee. Der hat auf seiner rechten Flanke zweimal schwere Kavallerie, unterstützt von zwei Stopp Speerträgern und einmal ein paar Wesen Armbrustschützen. Im Zentrum nochmal dreimal schwere Kavallerie mit dem General, einen weiteren Schwerträgereinheit und dreimal schwere Infanterie. Und auf der linken Flanke haben wir das gleiche Bild wie auf der rechten, zweimal schwere Kavallerie, zwei Speerträger und einmal ein paar Wesen Armbrustschützen. Und wir spielen auf der Map Alpine Flat übrigens. Das ist jetzt auch eine Neuerung. Es muss nicht mehr zwingend Grasebene gespielt werden. Wenn beide Spieler halt nicht auf dieser flachen Karte spielen wollen, dann können sie sich aus einem Midpool eine Karte aussuchen. Und diesmal hat es Alpine Flat getroffen. Und wir sehen hier, es ist leicht hügelig, aber nicht allzu stark. Sollte eigentlich keinen Spieler einen Vorteil geben. Und ja, Drache, was war so dein Schlachtplan für die Partie? Ja, also wie gesagt, wollte ich zu Beginn defensiv vorgehen. Deswegen auch, ich dachte eigentlich, dass Storm sich direkt mir gegenüber aufstellt. Aber dass er sich dann so der rechten Flanke aufgestellt hat, das hat mich doch ziemlich überrascht. Und darauf war ich halt einfach nicht vorbereitet. Und deswegen hat dann auch dieser schnelle Angriff von mir daraus resultiert, dass er halt alles auf meiner rechten Flanke konzentriert hatte. Ja, das ist halt Schweizer, der mag halt die Bergluft, auch wenn er nur 20 Meter höher ist als über den Meeresspiegel. Und dann sagen wir mal, starten wir die Partie und schauen mal, wie das sich entwickelt. Und wir sehen hier, Storm verschiebt gleich seine Truppen ein bisschen. Mit den irreschnellen Jaguar-Kriegern? Ja, die Azteken-Einheiten sind generell sehr schnell, also die sind schneller als normale Einheiten, das ist... Ja. Speedy Gonzales, ich finde das voll rassistisch, diese Disney-Cartoon-Figur hier mit reinzunehmen. Whatever. Und wir sehen ja auch, Drache verlegt hier auch komplett von seinen linken Flügel die ganzen Einheiten auf den rechten. Ich hätte da vielleicht auch erstmal versucht, einfach mich zurückfallen lassen. Ja, auf den rechten Flügel zurückfallen lassen und dann irgendwie hinten links irgendwo sammeln, ne? Ja, dass du irgendwie, weil sonst... Schaffst du es ja wahrscheinlich. Naja, meine Taktik war dann später, dass ich irgendwie am rechten Flügel nochmal eine Verteidigung sammle, aber das sieht man ja, dass das nicht wirklich funktioniert hat, wo er da mit der gesamten Armee vorstürmt. Ja, sieht man hier auch, es sieht sehr einfach nach Rechtsklick nach vorne aus. Maiko Fehlanzeige. Ja. Ich finde, Maiko ist auch überbewertet teilweise. So, und dann kommst du in den ersten Feindkontakt, die Jagdkrieger stürmen auf die Schwerträger ein und die Jagdkrieger sollten eigentlich leichtes Spiel mit haben. Drache schickt jetzt hier seine Deutschritter rein. Und auch die andere schwere Kavallerie. Und die können auch schon richtig gut Schaden machen, weil die Azteken sind nur leicht gepanzert. Und da fällt schon einiges. Allerdings fangen jetzt auch die Kojotenpriester an, ihren Singsang anzustimmen. Und da müssen... Ja, das ist so furchterregend, dass die mutigen Ritter davon laufen. Ja, das sieht man auch, dass viele Reiter eigentlich noch komplett bestehen. Und trotzdem fangen sie einfach an zu fliehen. Also das war auch ein sehr großer Moralschaden hier. Da kommt noch von der rechten Flanke nochmal hier Feudalritter rein. Ja, also wir haben kaum Einheiten verloren, fliegen aber trotzdem, da sieht man, wie krass die Kojotenpriester sind. Die sollte man schon versuchen zu fokussieren und rauszunehmen aus dem Spiel, weil sonst hält man nicht lange durch. Versuchst du jetzt auch hier mit deinen Panzerrittern hinten rein, aber Storm reagiert da recht gut, doch ein bisschen Maiko, und zieht die gleich weg, die Kojotenpriester. Und ja, die gotischen Ritter hier, die versuchen sich hier gegen 10 Azteken Einheiten auf einmal zu schlagen. Ja, die gotischen Ritter hatten auch irgendwie den Ansturm verloren. Also die mussten noch die eigenen Soldaten rennen und deswegen konnten sie nicht wirklich ihren Ansturm entfesseln. Und immer wieder schickst du deine Kavallerie rein, die sich ja zum Glück wieder sammeln tut, auch gegen die Speerträger jetzt, was ein bisschen unglücklich ist. Aber vielleicht ein bisschen überhastet. Hättest vielleicht ein bisschen ruhiger spielen müssen und warten, bis deine Armee komplett gesammelt ist und dann einen konzentrierten Angriff. Weil so jagst du die ja immer wieder rein und einzeln und das ist jetzt nicht so effektiv. Das habe ich mir nach dem Spiel auch gedacht, dass ich einfach, dass das ein Fehler war, dass ich eine Einheit einzeln losgeschickt habe und so weiter. Sag mal, so konnte Storm halt auch so spielen, wie man die Azteken spielen sollte, als einen großen Blob. Ja. Sieht man auch hier, der schickt ja bald 6 Einheiten auf eine von deinen Einheiten so einfach rauf. Ja, nur Maiko halt, ne? Musste sie halt hier trennen. Ja, die Fallkrieger machen hier auch einen guten Job gegen die Ritter, die hauen auch schon richtig gut rein. Und die Kojotenpriester stehen direkt dahinter und supporten die Einheiten. Jetzt hier nochmal die gotischen Ritter auf der linken Seite von Storm, rennen doch nochmal rein in die Bogenschützen. Aber mehr an Infanterie, da flieht schon alles, Storm verfolgt schon, und da die Azteken-Einheiten auch so unglaublich schnell sind, machen die auch ziemlich viele Gefangene, also deine Einheiten kommen ja gar nicht dazu, sich wieder zu sammeln. Ja, das